Konnichiwa Anime und Game Otakus, willkommen zurück zu einem neuen Part von Uncharted. Wir sind auf dem Zug des Chaos und ja, wir müssen hier durch. Rührt sich nicht, ich helf dir. Das ist echt schwer. Das schafft ihr schon, ihr beide Gorilla-Arme. Okay, jetzt du. Juhu. Danke. Wow. In echt ist die ja viel größer. Ist ja auch zum militärischen Einsatz. Hier, hilf mir. Geht wohl nicht, ne? Ach du Scheiße. Sie ist zu schwer. Was machen wir jetzt? Kannst du sie entschärfen? Wenn ich es versuche, wird sie hochgehen. Okay, dann Plan B. Nehmen wir uns die Lok vor. Oh Mann, ey. Asaf ist so ein Arschloch. Der will die ganze Stadt da in die Luft jagen. Okay, geh durch. Okay. Das ist definitiv die Lok. Ja. Hier können wir vorbei. Na los! Ich bin gespannt, wie lange es hier noch geht mit dem Chaos hier. Wir haben ja den Zahn gefunden, ne? Wir haben ihn ja jetzt im Besitz. Aber jetzt haben wir dieses Problem, dass der Zug zur Stadt fährt. Nein! Nein, nein, nein! Was ist los? Abgeschlossen. Wir haben sie zugeschweißt. Shit! Die haben an alles gedacht. Die Dachluke! Gut. Denk nicht nach, was du tust, sondern tu es einfach. Gut, gute Idee. Und ich hoffe, Chloe stirbt nicht. Komm schon! Schaffst du es? Auch zugeschweißt. Es muss noch einen anderen Weg geben. Wenn du eine Idee hast, ich bin ganz Ohr. Ein Stellwerk! Was? Ein Weichenstellwerk. Wenn wir da hinkommen, können wir den Zug umleiten und uns Zeit verschaffen. Okay, klingt gut. Oh, Scheiße! Oh, fuck. Wie kommen die denn jetzt hin? Es gibt keine Chance. Wir brauchen einen Wagen. Willst du einen Wagen? Ich kann sowas sehr gut. Ich bin in sowas sehr gut geworden. Oh, Scheiße, Nadine! Los, hast du nicht von deiner Neugier. Der Flucht nochmal! Fass mich doch nicht an. Nadine! Ihr Jungs könnt einen einfach nie in Ruhe lassen. Nee, ne? Nur am Nerven hier. Oh, ich hab nicht viel Zeit. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ja. Der Weg sah irgendwie falsch aus und ich konnte aber nicht mehr umwenden. Ihr Jungs könnt einen einfach nie in Ruhe lassen. Ich hab nicht viel Zeit. Nee, das haben wir wirklich nicht. Vor allem, ich weiß ja nicht mal, wo wir hin sind. Da. Wir sollten dem Fluss folgen. Dankeschön, Baumstamm. Was zum Teufel? Sam! Hey, Sam! Ach du Scheiße! Hey, was geht? Wir müssen den Zug aufs andere Gleis wechseln! Kapiert! Ich bin schon wieder fast irgendwo runtergefahren. Oh Gott. Sam! Sam! Wo ist Nadine? Noch auf dem Zug. Wir müssen die Weiche stellen. Okay. Ja, verfluchte Scheiße! Ach, du keine Zeit dafür! Hey, ihr Voll! Ich bin tot, weil ich die Granate abbekommen habe. Okay. Chloe ist gestorben für den Einsatz ihrer Wurzeln. Der Schuss wird dir noch leid tun! Okay, zurück zur Weiche. Drücken! Drücken! Los, los, los! Ich drücke doch! Das war's, geschafft! Scheiße, Nadine! Ich muss zu ihr. Warte. Muss das sein? Ich meine, sie ist ein großes Mädchen. Sam. Okay, ich wollte eine Alternative. Shit! Er kann sie nicht leiden, aber wir müssen. Ich hab Angst, dass Nadine los, aufstürzt. Ich halte sie in Schacht! Okay! Also, sie ist schon. Ich weiß nicht. Sie ist. Sie kann loyal sein. Sie ist loyal. Und. Oh oh. Und sie hat mitgemacht. Sie hilft uns, diese Bombe wegzubringen.
Obwohl sie es gar nicht muss. Sie tut es für die Menschen. Okay, da ist der Zug. Also Chloe. Aber wie zur Hölle komme ich rauf? Was fragst du? Ich sehe keine Brücken. Ja. Oder Kreuzungen. Ach, scheiße. Oh Gott. Oh, die ist so krank. Sie ist so krank. Wow. Mehr Glück als Verstand. Ja, eindeutig. Oh mein Gott, die Brücke. Shit. Shit. Was macht sie denn? Die Frau ist doch wahnsinnig. Die hat doch keinen... Sie hat keinen Verstand. Sie ist verrückt. Oh Gott. Uh-oh. Der ist ja auch auf dem Zug. Wo warst du so lange? Musst du einen Zug kriegen, Süße. Tja, ich hab mich immer für einen geduldigen Mann gehalten. Aber ihr beide seid schon besonderer Abschaum. Sagte der Abschaum. Charmant. Das werde ich richtig genießen. Oh, ja, ich auch. Na los! Zeigt mir, was ihr könnt! Ja. Kämpft gegen mich! Schnapp ihn dir! Ihr riskiert euer Leben? Und wofür? Eine Stadt voller Bauern. Mann, du bist unerträglich. Das Blut der alten Könige fließt durch meine Adern. Mein Volk wird sich wieder erheben. Ja, natürlich. Netter Versuch. Ist das schon alles, Dieben? Halt still. Das reicht doch aus. Ich aus. Du hättest nicht herkommen sollen. Ich weiche aus. Verdammt! Das habe ich nur an dir gefunden. Das ist mir echt egal. Schnapp ihn dir! Ich dachte, du hättest was drauf, Assa. Okay. Das ist mein Land. Was gibt es hier für euch überhaupt zu holen? Oh, die Frage ist, was du zu verlieren hast. Die Bombe? Ich kauf mir eine neue. Ich brenne deine Stadt nieder, Dieben. Deine Leute werden mich ablehnen, sie zu retten. Wir müssen töten. Nadine! Bringen wir es zu Ende. Ich weiche aus. Ich will dich leiden sehen. Ich weiche aus. Ich weiche doch aus. Schließe Frieden mit deinen Göttern. Ich weiche doch aus. BTF? Psst. Nicht kämpfen. Man sollte wissen, wann man besiegt ist. Das ist dein Ende. Oh, ist das krass. Oh, shit. Und du? Nadine, jetzt ich komme. Bildet sich dein Gewissen. Gemeinsam essen wir so viel erreichen können. Oh ja, das hat die Steuerung nicht mitgemacht. Jetzt meldet sich dein Gewissen. Gemeinsam hätten wir so viel erreicht. Und runter! Oh Gott, runter! Auf geht's! Oh nein! Nein, 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 nein! Oh! Also, was zum Teufel ist hier los? Ich kenne dich. Du bist keine Heldin. Ein Krieg wird die Regierung stürzen. Was macht's? Die Schafe brauchen dann einen Hirten. Und du? Warum? Also manchmal ist die Steuerung aber echt komisch. Du bist keine Heldin. Ein Krieg wird die Regierung stürzen. Die Schafe brauchen dann einen Hirten. Oh! 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 Oh!
Lieber sterbe ich tausendmal, bevor ihr gewinnt. Ah, shit! Ein netter Hinweis, die Brücke! Klappe halten und kämpfen! Bringen wir es zu Ende! Miststück! Selber Miststück! Du hast alles verdorben! Einfach alles! Meine Reinigung wäre wunderschön gewesen! Warum bist du nicht gestorben? Scheiße! Geht mir langsam auf den Sack, der Alte! Also so kann man einfach prügeln, ne? Das tut so gut gerade. Wir sind hier fertig. Ihr glaubt, ihr habt gewonnen? Wir werden sich erheben. Wie der junge König habt auch ihr nichts erreicht. Wie du schon sagtest, Fortschritt verlangt Opfer, nicht wahr? Fraser, wir müssen hier weg. Ach, du mieses Stück Scheiße. No! Ich hab, ne? Komm schon! Also den werde ich nicht vermissen. Das könnte es sein! Los! Wow! Ist das krass einfach! Ist das krass? Ach du Scheiße. Scheiße, heilige Scheiße. Könntest du vielleicht mal raufklettern? Bitte? Verdammt! Oh, Sam! Geht da drauf, ich helfe euch! Oh, mein Gott! Alles Muskeln, das behaupten alle! Alles Muskeln, na klar. Ja, doch, stimmt eigentlich. Komm, gleich hast du's. Boah, was zur Hölle! Wie zum Teufel seid ihr da rausgekommen? Tja, das habe ich selbst noch nicht ganz kapiert. Ich auch nicht. Und Asaf? Der war noch im Zug. Tja, hätte keinen netteren treffen können. Wollt ihr nicht aufhören zu rauchen? Seht euch das mal an. Die haben die Menschen gerettet. Wow. Yep. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Wie war? Und? Wie geht's weiter mit Nadine Ross? Holst du die Shoreline zurück? Eroberst den Waffenhandel? Ich bin fertig mit Shoreline. Ernsthaft? Echt jetzt? Echt jetzt. Wenn überhaupt, wollte ich vielleicht mit dieser Schatzjäger-Geschichte weitermachen. Ihr kennt keine sturen Egoisten, die vielleicht einen Partner brauchen. Also, nicht du. Okay. Sorry, ich arbeite nur mit Profis. Klar. Nice. Wo ist der Schuss dann? Habt ihr... Oh mein Gott! Was, Sam? Ich verarsche euch nur. Bitteschön. Dein Gesicht... Au, okay. Oh Mann. Das war meine letzte Fluppe. Hast du Pech? Es ist gesünder. Nicht so. Ja. Wie viel meint ihr, kriegen wir für das Schätzchen? Tja. Bestimmt zahlt uns das Kultusministerium einen großzügigen Kinderlohn. Stimmt's? Partner? Ellbogen. Hm. Ihr seid echt zum Schießen. Das Kultusministerium. Wow. Oh mein Gott, ihr meint es ernst? Wow. Oh, süß. Wow.
die Musik jetzt noch. Lol. Wow. Also ich muss sagen, unglaublich. Unglaublich. Also es hat ein bisschen gedauert. Also es war sehr viel Inhalt. Oh, da kriegst du einen auf die Fresse. Oh, wie süß. Man sieht das jetzt in so einem süßen Bilder. Da sind sie gefangen. Da mit dem Helikopter. Oh, ist das süß. Hallo. Also das hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ohne Scheiß. Ich bin, wow. Guck mal, da sitzt er mit der Bombe. Tschüss. Und jetzt sind die Partner. Wow, Nadine hat sich entwickelt. Ich bin beeindruckt, ich mochte sie nicht. Ich hab's. Ist das euer Ernst? Sammler. Hä? Oh mein Gott. Hört mir mal kurz zu. Ich verstehe echt, dass die ganze Sache auch eine moralische Frage ist. Wirklich. Ich bin da ganz eurer Meinung. Aber können wir nicht... Verdirb den Moment nicht. Chloe, ich bin stolz auf dich. Du hast es ihr auch beigebracht. Alter, Falter. Verdirb den Moment nicht. Ich wurde gerade unterbrochen, ey. Wow. Vor allem, wie das aussieht, das Spiel. Unglaublich. Das war so faszinierend, wie es aussah. Wie die Charaktere aussahen, so. Das sah schon in Uncharted 4 so beeindruckend aus. Aber hier, vor allem diese witzigen Passagen, auch immer mit Chloe und Nadine, wenn sie miteinander geredet haben. Das war super. Das war einfach super. Ich mach mal ein bisschen leiser, dass man mich ein bisschen besser hört. Also, unglaublich. Ich bin baff. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht. Ich musste so oft lachen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, Chloe wiederzusehen. Und ja, also das auch mit der Geschichte, mit der indischen Kultur, alles, mit dem Stoßzahn, den wir finden sollten. Echt krass, wirklich echt krass. Ihr habt ja gesehen, wie oft ich gegrinst habe, wie ich mich gefreut habe, wie ich gelacht habe, wenn Chloe immer die Sprüche gerissen hat mit Nadine oder Nadine mit Chloe. Und dann kam Sam noch dazu, der hat ja auch immer so seine Sprüche parat. Ich fand das echt amüsant, unterhaltsam. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr gerne das hintereinander durchgespielt und aufgenommen. Wow. Also ich bin sehr, sehr beeindruckt. Und Hut ab an die Entwickler. Ihr habt euch wirklich sehr bemüht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es sehr gerne gespielt. Ich werde es sogar noch weiter spielen. Und ja, ich werde jetzt bis zum Ende warten, ob noch vielleicht irgendwas kommt. Ich denke, wir hatten jetzt schon das Endscreen, wo die Pizza gegessen haben. Aber ich warte trotzdem noch die Credits hier ab. Und weil der Part ist ja jetzt sowieso, ja, ist jetzt nicht, ist angemessen lang. Wie findet ihr denn Uncharted The Lost Legacy? Ich sag das immer so. Wie findet ihr das Spiel? Hat es euch gefallen? Wie fandet ihr es mit den Charakteren? Wie fandet ihr die Story? Wie fandet ihr den Bösewicht? Ich meiner Meinung nach fand ihn so ekelhaft schleimig. So schleimig und ekelhaft. So ein Großkotz, aber er war stark. Er war wirklich stark. Nadine ist ja schon ziemlich stark mit ihren Kampfkünsten, aber der, da haben wir schon zu zweit ziemlich die Schwierigkeiten gehabt. Aber, wow, unglaublich. Es hat wirklich so viel Spaß gemacht. Ich würde gerne mal wissen, wie ihr das Spiel gefunden habt. Die Story und Charaktere, die Witze von den allen. Alles einfach. Alles. Ich würde es gerne wissen von euch. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe meine Meinung dazu gegeben, wie ich es finde. Ihr könnt ja natürlich eine andere Meinung haben. Vielleicht fandet ihr es nicht so gut oder was weiß ich. Und ich bin beeindruckt, dass es auch ohne Nathan Drake geht. Uncharted. Weil Uncharted ist ja eigentlich immer Hauptcharakter Nathan gewesen. Und es geht auch gut ohne ihn. Mit Chloe würde ich gern noch mehr sehen. Das wäre echt cool. Ich glaube, das ist jetzt aber auch erzählt, oder? Ich würde mich freuen, wenn es noch was mit Chloe geben würde und Nadine als neue Partnerin. Und Sam ist ja auch dabei. Deswegen, deren Geschichte ist ja eigentlich nicht erzählt, ne? Also nicht vorbei. Mit Nathan ist ja vorbei, die Geschichte. Aber man könnte mit Chloe, Nadine und Sam als Dreierteam, könnte man eigentlich noch was erzählen als Story, so, dass man vielleicht noch mehr Abenteuer erlebt. Ich bin sehr gespannt, vielleicht kommt noch was. Ich bin mir nicht sicher, aber man muss Uncharted nicht aufgeben. Man könnte Uncharted weitermachen, mit Chloe vielleicht als Hauptcharakter wieder.
so als richtigen Teil. Das war ja jetzt so ein Nebenteil und das ging lange und es hat sich so angefühlt, als ob es ein Hauptteil ist. Ein Hauptteil von Uncharted einfach. Ist ja eigentlich auch storytechnisch. Aber war cool. Wow. Das hat echt Spaß gemacht. Auch diese ganzen Details. Und das war so groß, die Map. Und die ganzen Level waren so groß. Wow. Und man kann so viele lustige Trophies auch bekommen. Also wir haben ja welche bekommen. Zum Beispiel das mit der Arschbombe. Was haben wir noch bekommen? Tarzana, wo wir fünfmal irgendwie schwingen müssen. Dann kriegen wir so eine Trophy. Das fand ich auch ziemlich lustig. Einfach auch diese ganzen Sprüche. Das war einfach so super. Auch wie die miteinander geredet haben. Da war auch auf und ab die ganze Zeit. Also die Stimmung zum Beispiel, die war dann erst so... Es war angespannt, dann wurde es etwas lockerer, dann war das Vertrauen nicht mehr so da. Dann war die Wut da. Also einfach ein Auf und Ab der ganzen Geschichte. Und dann halt dieser Zusammenhalt. Die haben sich beide am Anfang nicht vertraut und sind immer mehr zusammengewachsen, haben sich dann vertraut und sind für mich jetzt Freundinnen geworden. Da ist schon eine Freundschaft jetzt entstanden. Auch mit Sam. Und man sieht auch, dass das Böse zusammenfinden kann, dass man verzeihen kann und dass sie jetzt zusammenarbeiten können, ohne dass sie jetzt an die Vergangenheit denken. Und das finde ich wirklich beeindruckend und wunderschön, dass das so jetzt gekommen ist. Und ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr so viel aufnehmen jetzt, wirklich. Ich bin fertig. Ich habe durchgehend aufgenommen. Ich bin fix und alle. Ah, schön. Hat man überhaupt meine Hand gesehen? Ja, so, okay. Weil ich habe das jetzt so gemacht, dass man mit dem zusammen und so, ich weiß gar nicht, ob man sieht, weil ich habe die Cam ein bisschen so gezoomt und ja. Schön. Die Credits dauern jetzt ein bisschen, aber hey, ich möchte wissen, ob noch am Ende irgendwas kommt oder nicht oder was auch immer. Wow. Special thanks, Christopher. Okay. Echt cool. Da sieht man die ganzen Namen. Art Director. Der Präsident. Artist. Oh, wie die das aber auch animiert haben, ne? Chloe. Oh, scheiße. Also Chloe ist wirklich eine sehr hübsche Frau. Nadine ist eigentlich auch eine attraktive Frau. Sie hat aber sehr krasse Arme. Ich habe Angst ein bisschen vor ihr. Sie würde einen erdrücken. Aber es war gut, dass wir eine starke Frau neben uns hatten, die uns ein bisschen immer hochheben konnte, weil... raufziehen konnte, besser gesagt, weil wir sind ja sehr oft runtergefallen. Die arme Chloe. Dass sie überhaupt noch Kraft haben, ohne Scheiß. Die haben tagelang die ganze Zeit geklettert, sind gerannt, sind überall immer runtergefallen, mussten schießen, kämpfen, was weiß ich, schwimmen, tauchen. Dass sie überhaupt noch Kraft am Ende haben. Boah, das ist unfassbar, was die für ein Durchhaltevermögen haben. Und Sam die ganze Zeit immer außen vor, so. Ah, schön. Aber es ist schön, dass wir Sam nochmal wieder gesehen haben. Ich mag ihn eigentlich. Ist auch so ein cooler Typ. So drei attraktive, coole Leute. Also attraktiv meine ich auch nicht nur vom Aussehen her, sondern ich meine die inneren Werte mehr, dass sie da so voll attraktiv sind, so. Einfach tolle Charaktere sind. Bei Nadine war ich mir aber wirklich so unsicher. Ich war mir so unsicher, ob sie uns verrät oder so, aber die war die ganze Zeit loyal zu uns. Die hat die ganze Zeit, ist sie bei uns gewesen, hat zu uns gehalten. Okay, es gab Momente, da war ein bisschen, ja, Zickenkrieg, ist aber verständlich. Aber sie ist sehr loyal. Und sie hat sogar mitgeholfen, die Menschen zu retten, obwohl sie es nicht hätte tun müssen. Das war nicht ihr Deal, das war nicht ihre Aufgabe und das hätte ja eigentlich am Arsch vorbeigehen können. Aber man sieht, sie hat doch ein Herz, sie hat ein Gewissen und sie möchte Shoreline nicht mehr. Das ist ein großer Fortschritt. Sie möchte nicht mehr diese Organisation zurückhaben, sie möchte sie nicht mehr führen. Sie möchte lieber Schatzjägerin werden. Das hat ihr anscheinend gefallen. Und als Partnerin mit Chloe? Yay! Das ist ein sehr gutes Team. Aber ich habe wirklich gedacht... Ich habe echt gedacht, dass Nadine uns verraten wird. Ich habe echt daran gedacht. Immer hatte ich dieses Gefühl,
irgendwas kommt noch, dass Nadine uns verrät, aber ist nicht gekommen. Also habe ich mal ein falsches Gefühl gehabt. Sonst hatte ich eigentlich mal mit sowas recht. Aber diesmal nicht. Gut. Man kann sich auch irren. Es ist aber besser gewesen, als wenn sie uns jetzt verraten hätte und dann wieder zurückgekommen wäre. Das wäre irgendwie, ich weiß nicht. Naja. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. So viel Grinsen, wie ich musste in letzter Zeit, das ist schön. Das ist wirklich schön. So, langsam wird der Part aber doch länger, ne? Schon 25 Minuten so. Ich kann jetzt ruhig mal langsam stoppen hier. Global Platform. Testservice. Die Musik endet langsam, oder? Nein. Musik ist schön. Ich würde sie gerne lauter machen, aber dann hört man mich ja wahrscheinlich nicht mehr. Testservice Japan, EU. Okay. Release Management. Okay. Ich weiß gar nicht, was das alles hier für Gruppen sind, die das hier alles zustande gebracht haben, was hier alles steht. Weil wenn man das hier so liest, so, dann hat man gar keine Ahnung eigentlich. Translation, okay. Noriko. So, was wollte ich gerade sagen? Translation. Ist klar, was es ist. Die Übersetzer halt. Aber so zum Beispiel die anderen ganzen Unterkategorien hier, ich habe keine Ahnung, was die alles für Aufgaben haben. Wie ein Spiel zustande kommt, ich habe keine Ahnung. Man kennt ja so die Art Director und was weiß ich. Aber es ist so eine große Gruppe eigentlich, die für so ein Spiel verantwortlich sind. Und man sieht ja die ganzen Namen hier, weltweit auch. Japan Studios, hier Worldwide Studios, Europa. So viele Namen einfach. Korea, China, boah. Diese ganzen Leute, die dafür verantwortlich sind, man muss es ja auch releasen und Marketing und was weiß ich. Dafür sind so viele Menschen verantwortlich. Also Dankeschön an all die Leute, all die Namen, die hier stehen. Wirklich danke, dass ihr an dieses Spiel gearbeitet habt, es vermarktet habt und es so schön gemacht habt, wie es jetzt ist. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe mich jetzt eigentlich voll, ja, ich habe jetzt eigentlich so viel gelabert. Alles gesagt, was ich weiß, alles gesagt, was ich fühle. Alles gesagt, ja, ich habe eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf die Credits, wenn es zu Ende ist. Ich lasse es durchlaufen, weil einfach nur aus Dankeschön, dass ihr dieses Spiel gemacht habt. Naughty Dog. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich weiß nicht, ich kann nicht mal mehr reden. Ich bin echt fertig. Japan. Japan. Sony, Sony, Sony. Überall Sony. Ist das schön. Okay, wir kommen langsam am Ende an. Hier steht überall so Lost Legacy in verschiedenen Sprachen. Mal ein bisschen lauter. Ich weiß ja nicht, ob jetzt noch was kommt. Wenn nicht, dann ist nicht schlimm. Hauptsache, wir haben die Credits durchlaufen lassen. Einfach nur cool. Ich hoffe, diese ganzen Sätze so geil. Ich freue mich, wenn ich es jetzt nochmal dann bald privat genießen darf. So ohne da die ganze Zeit reden und in die Kamera gucken und so. Weil es auch anstrengend ist, die ganze Zeit aufzunehmen, ne? Vermächtnis gefunden. Kommt noch was oder nicht? Nein. Okay. Ist nicht schlimm. Wir haben ja gesehen mit der Pizza, das war schon der Endscreen, habe ich mir schon gedacht. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wirklich, ich bedanke mich sehr. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat auch nicht mit der Cam gestört. Ihr habt es euch gewünscht, also habe ich es auch erfüllt. Und wir sehen uns bald wieder zu irgendeinem neuen Projekt oder wenn die nicht schon laufen. Ich weiß nicht, wie viele Parts ich jetzt hier gerade habe. Aber danke fürs Zuschauen. Schaltet dann wieder ein. Bis bald und Dankeschön. Ich verabschiede mich jetzt. Bis dann.